Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. So, ich habe ein paar Dinge getan. Zum einen habe ich einmal das Förderband vom Schwefel hierher gebracht. Allerdings habe ich noch keinen Strom verlegt. Strom muss ich unbedingt noch verlegen, damit wir das Schwefelzeug auch hierher bekommen. Und werden das dann hier erstmal lagern in irgendwelchen Kisten und dann gucken, wie das mit der späteren Produktion aussieht. Aber zumindest haben wir es dann schon mal da. Ich habe natürlich die Kommentare gelesen, ganz klar, und habe die ganzen Abbaukisten eliminiert. Die sollten jetzt weg sein, ja. Keine Abbaukisten mehr da. Habe gemerkt, was ihr meint. Also auf der Karte war einiges, stand da einiges drin. Und ich glaube, ich habe jetzt wirklich alles eliminiert. Sollte alles weg sein, ja. So. Dann habe ich mich mal Richtung MAM bewegt. Zum MAM und habe mal geguckt, wegen Katerium wurde ja nochmal gesagt, ich soll unbedingt dort nochmal in die Forschung gehen. Das habe ich mir schon mal quasi auf die Liste geschrieben und dass wir hier ein paar Sachen machen müssen. Ich habe schon gesehen hier, Katerium-Elektronik. Mal gucken, was das bedeutet. Würde ich gerne freischalten, das heißt, wir müssen eine Katerium-Quelle anzapfen, müssen eine Barrenproduktion und eine Drahtproduktion fertig machen. Das brauchen wir. Neue Shop-Produkte gibt es dann dadurch und schalten das hier frei. Bin sehr gespannt, was das bedeutet. Ich habe deshalb auch schon mal auf der Map Katerium gesucht und wir haben einmal hier Katerium und hier hinten, aber ich sehe uns eher hier. Also hier ist ja auch Kohle und auf der anderen Seite von dem Ding ist Katerium. Dass wir das dann einmal zu uns rüberziehen und dann da eine kleine Katerium-Produktion machen, das ist, glaube ich, eine sehr feine Sache. Dann ist mir aufgefallen, dass ich aufgrund der Lagergeschichte viel zu viel Schrauben abzapfe. Also Schrauben waren, glaube ich, das Thema. Und dann musste ich hier mal ein bisschen was justieren. Beziehungsweise fiel mir auf, dass ich zu wenig verstärkte Platten produziere, weil ich ja hier hinten einmal hier noch einen weiteren Konstrukteur oder Fabrikator hingestellt habe und oben noch mal einen weiteren Fabrikator. Dadurch eine doppelte Produktion der Rotoren. Nee, nicht der Rotoren, sondern dieser na, ihr wisst schon, was habe ich hier? Die modularen Rahmen und hier habe ich die intelligente Beschichtung. Habe ich ja jetzt quasi doppelte Produktion, aber die gleiche Anzahl verstärkte Eisenplatten, aber im Prinzip eigentlich die Hälfte verstärkte Eisenplatten. Nee, stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht, das Zeug lagere ich ja hier gar nicht ein, sondern nur die Hälfte. Also ich brauche doppelt so viele verstärkte Platten. Aber ich habe hier keine doppelte Produktion. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache hier eine doppelte Produktion, weil wir haben ja eine ganze Menge Schrauben und auch Eisenplatten und habe dann hier noch einen zweiten hingedonnert. Und dann merkte ich, ja, nee, da kommen eigentlich viel zu wenig Schrauben an. Schöne Scheiße auf beiden. Und jetzt sind wir bei 100%, ne? Das ist geil. Und dann habe ich hier die Schraubenproduktion mit Förderband MK3 versehen. Hier oben und auch unten. Hab auch diese Dinger hier nochmal angepasst, oben und unten, damit wir komplett auf MK3 sind. Und dadurch ballert er jetzt da durch und wir haben ausreichend Schrauben zur Verfügung, um verstärkte Eisenplatten zu machen. Dann habe ich hier hinten nochmal fusioniert, sodass wir dann hier entsprechend mehr Zeug produzieren. So sollte es zumindest sein. 100%, 100%. So sieht es jetzt aktuell aus, obwohl ich das Gefühl habe, hallo? Dass wir jetzt zu wenig klassische Eisenplatten haben. Falls das so sein sollte, werde ich hier auch nochmal auf MK3 gehen. Kommt denn da jetzt genug an? Könnte ein bisschen knapp werden. Um eine Platte oder so. Keine Ahnung. Müssen wir mal beobachten, das Ganze. Auf jeden Fall ist jetzt die Produktion wieder hübsch. Jetzt gucken wir hinten nochmal. Hatte ich da jetzt auch 100%? Muss ich nochmal schauen. Nee, überhaupt nicht. Immer noch zu wenig an, ne? Wir haben hier immer noch Leerlauf drin, ne? Ich meine, ich hätte noch zwei Schnecken, die könnten wir vielleicht hier noch verballern.
wenn wir mehr verstärkte Eisenplatten brauchen. Aber wir beobachten das mal. Könnte sein, dass ich die noch mal, dass ich das Ding ein bisschen hochziehen muss. Mal gucken. So, das habe ich gemacht. Da oben war ich jetzt erstmal nicht. Also ich war schon da, aber ich habe da jetzt nichts weiter gemacht, außer die komischen Kisten wegzumachen. Und dann war das Wichtigste, weil Katerium machen wir jetzt natürlich auch noch zeitnah. Aber das Wichtigste für mich ist ja tatsächlich die Stahlproduktion aktuell, weil wir wollen ja Phase 2 von dem Lift fertig machen. Bevor wir das aber machen können, brauchen wir eine funktionierende Stahlproduktion. Und das sieht alles ein bisschen kacke aus hier hinten. Deswegen musste ich mich dessen mal annehmen. Habe ich auch gemacht. So, dann ging das Gebastel los. Ich habe dann erstmal gedacht, scheiße, wir haben hier ein Problem. Der hier, die produzieren ja alle 45, ne? So, denn in dieser Produktion brauchen wir aber 60 und nicht 45. In der brauchen wir 30, also weniger als 45. Und hier brauchen wir auch wieder 60. So, das ist ja alles wunderbar. Wenn der hier 45 macht, bleiben ja quasi 15 übrig. Reicht mir aber nicht. Brauche ja, ne, hier nochmal 15 obendrauf und an dem anderen auch nochmal 15 obendrauf. Ich habe dann tatsächlich mir überlegt, ich werde erstmal alle übertakten mit einer Schnecke. Bin dann auf die Suche gegangen mit meinem Radarding, mit diesem Handteil. Und habe dann 3 Schnecken gesammelt und habe 3 so eine Übertaktungsdinger, Energiefragmente gebaut. Habe ich gemacht. Überall reingepackt, war totaler Schnulli, war überhaupt nicht cool. So, dann habe ich gedacht, also eigentlich muss der in der Mitte ja mehr produzieren. Der, von dem, wenn der nur 30 braucht für seine Produktion hier und 30 mehr machen würde, als er braucht, könnten wir die 30 nochmal splitten und hier 15 und da 15 machen. So habe ich das jetzt gemacht. Erklär mal kurz wie. Voll nervig war das. Also, der splittet seine... Ich habe jetzt hier eine Schnecke drin, ne? Hier, da. Damit macht er 67,5. Man könnte es noch ein bisschen runterschrauben, ist aber auch scheißegal. Der macht 67,5. Davon geht die Hälfte in seine eigene Produktion und die andere Hälfte hier oben über den Splitter hier hoch. Habe ich hier hoch gemacht. So, der splittet das einmal in die Richtung, geht hier rein in so einen Fusionator. Der Fusionator bringt das in den Fusionator und ballert das dann hier rein. So, jetzt müssten da quasi 45 ankommen oder ein bisschen mehr. Und auf der anderen Seite habe ich genau das Gleiche. Da habe ich so gedacht, ja, dann müssten wir ja jetzt eigentlich 100% haben. Müsste ja klappen. Nee, Pustekuchen. Alles scheiße. So, ich denke, wieso geht das denn nicht? Hier waren eh immer schon 100%. Und hier auch alles scheiße. So, ich denke so, was ist denn hier dein fucking Problem jetzt, du Arschgeige? Was hast du denn jetzt? Dann gucke ich hier hinten. Jetzt lass mich durch! Dann gucke ich hier hinten und sehe so Eisen. Ach du Scheiße. Was ist denn mit dem Eisen los? Ja, und das ist mein Problem. Hier kommt zu wenig Eisen an. So, und jetzt werden wir Folgendes machen. Habe ich vergessen, wollte ich eigentlich auf dem Weg hierher machen. Wir holen uns jetzt alles, was wir brauchen für MK2-Miner und werden mal die Eisenproduktion da hinten verdoppeln, damit das funktioniert. Wenn zu wenig Eisen ankommt, ist das halt alles Mickey-Maus-Kacke, ne? Das heißt, wir brauchen jetzt nochmal... Ich hab zwar 2 so eine Mobile-Dinger, aber wir holen mal noch mehr davon. Dann habe ich das hier und das. Wir nehmen mal noch ein bisschen Stahlbetonbaren mit. So, dann bauen wir jetzt diese Mobile-Miner. Davon brauchen wir eh noch 1000 Stück. Kann ich gleich ein paar mehr machen. Und dann laufen wir rüber zur Eisenproduktion. Ich war eigentlich der Meinung, dass ich 3 Dinger gebaut habe, aber scheinbar sind es nur 2. Ich sehe das bis hier. Guck mal da hinten. Oder? Nee, es sind 3. Habe ich denn da irgendwo fusioniert? Boah, ich glaube, und dann müssen wir, glaube ich, noch auf MK2 hoch machen. Also die Bänder, damit das schneller rüberkommt. Das ist ja auch alles spannend. Aber erstmal machen wir die Mobile-Dinger. Habe ich noch genug verstärkte Platten? Das wird nicht reichen, denke ich. Da sollten wir vielleicht noch ein bisschen mehr mitnehmen. So, nee, das ist der falsche. So, Mobile-Miner. Ich mach mal, dass wir 6 haben, ne? Und dann holen wir noch verstärkte Platten. Und
Und sicher ist sicher. Die brauchen wir auch noch. Und dann, damit wir dann auch die Bänder direkt upgraden können. Das macht ja Sinn. Und dann sollten wir doppelt so viel Eisen reinholen, weil ich muss sowieso noch mal gucken. Ich glaube, ich habe da völligen Quatsch gemacht. Wenn wir drei Miner haben hinten beim Eisen, habe ich entweder ein, also zwei zu einem fusioniert und einer läuft alleine. Also das müssen wir uns noch mal angucken, was ich da fabriziert habe. So, das hier. So, jetzt bin ich komplett voll. Yay. Das ist ja toll. So, dann laufen wir einmal querfeldein. So, ich muss noch mal kurz gucken. Ja, sieht gut aus. Dann gehen wir jetzt darüber. Dann gucken wir uns die Bänder noch mal an. Hätte ich nicht eigentlich... Wenn wir drei Miner haben, müssen wir doch eigentlich drei Bänder haben und nicht zwei. Das macht gar keinen Sinn. Habe ich irgendeinen Miner vergessen? Habe ich nur einen... Kann das sein, dass ich nur einen in Benutzung, dass ich nur zwei in Benutzung habe? Habe ich denn da gemacht? Das würde ja gar keinen Sinn machen. Also der untere wird gesplittet in die beiden Öfen hier. Und der obere, der läuft autark in die letzte Maschine rein. Also, was ist hier passiert? Haben wir zwei oder drei Miner? Also, wenn überhaupt, müssten wir fusionieren, um dann drei Bänder gleichmäßig aufzuteilen. Und wir haben hier drei Stück. Was habe ich denn hier gemacht? Haben wir wirklich fusioniert? Ich habe vier. Ich rede Quatsch. Ich habe vier. Wow, okay. Also, folgendes. Das heißt, wir brauchen noch zwei Mobile Miner. Ist das die Ausrüstungswerkstatt? Ja. Mal Käffchen zwischendurch. So, wir werden jetzt diese Dinger komplett auf MK2 ballern. Alle. MK2, MK2, MK2. MK2. So. Schritt 1. Dann, und das wird wahrscheinlich nicht reichen, jetzt hier auf M2. Aber dann wahrscheinlich viel zu viel von dem Zeug. So, ich glaube, das ist erstmal gut. Wir müssen vorne eine Fusion machen. Von den beiden Dingern. Wir fusionieren die denn? Nee, nicht. Doch, wir fusionieren die beiden. Genau. Wie machen wir denn das? Muss ich erstmal überlegen. Fusionieren und teilen das dann in drei. Durch drei. Leck mich am Arsch. Verdammt. Natürlich reicht das nicht. Logisch. Jetzt hier auf den letzten Meter. Ich hole mal noch ein paar von den Dingern. Ich laufe hinten rum. Nee, hinten rum macht keinen Sinn, ne? Ich laufe einfach hier oben lang. Die Wege, ne? Wir müssen irgendwie mal gucken, dass wir das ein bisschen
entspannter gestalten die Wege hier von A nach B. Okay, ich hole mir jetzt noch verstärkte Platten ein paar. Dann machen wir vorne eine Fusion. Und an die Fusion kommt dann ein Splitter. Und dann wird das zu gleichen Teilen aufgeteilt. Und nicht so wie jetzt. Einer kriegt zwei komplette Miner und die anderen beiden teilen sich. Und die anderen beiden kriegen nur einen Miner. Ha! Sag mal. Was ist hier los? Das ist ja alles Käse. Ich möchte das aufgeteilt haben. Oder ist das Quatsch? So, okay. Ich liebe mein Lager. Es sieht geil aus. Ich finde es total nice. Könnte man sicherlich auch nochmal anders gestalten mit den erweiterten Lagern. Aber wenn ich schon höre und lese, was es alles noch geben wird, diese Cloud-basierte Geschichte und nachher noch intelligente Splitter, die brauche ich unbedingt, weil ich keine Ahnung habe, wie ich hier das mit dem Überlauf machen soll. Überlauf, ich brauche ja einen intelligenten Splitter, der erkennt, okay, jetzt ist die Hütte voll und jetzt darf ich zum Lager weiterleiten. Das kann man ja sonst gar nicht machen, ne? Also wie macht ihr das, wenn ihr die noch nicht habt? Da ist eine Zerlegungskiste. Oh nein, Zerlegungskisten, Leute. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Okay, die muss ich dann wieder einsammeln. Shit. Ja, ist wie es ist. So. Oh Gott. Warte mal, erstmal muss ich upgraden. Die habe ich schon. Upgraden, upgraden. So. Ich brauche mal kurz organisatorischen Lagercontainer. Moment. The problem ist, ich habe hier so viel Stuff, den ich gerade nicht brauche. So. Okay. Wir müssen. Machen wir das jetzt am blödesten? Ich möchte eine Dreier-Kombi. Also die beiden müssen wir jetzt fusionieren. Das würde ich schon weiter vorne machen tatsächlich. Gerne. Können wir da nicht einfach zwei Fusionatoren aufeinanderstellen dafür? Das müsste doch eigentlich auch gehen, oder? Dann haben wir hier diesen Splitter. Okay, warte mal. Ich muss mal ganz kurz was machen. Weg. Boah, das ist immer richtig creepy, wenn ich das machen muss. Okay, das ist Kohle. Das muss weg. Den Splitter können wir erstmal stehen lassen. So. Okay, warte. Also, wir machen jetzt hier. Wenn das geht, ich guck mal, wie das geht. Einen Fusionator hin.
So, jetzt warte mal. So, dann machen wir hier. MK2 mache ich. So, das geht dann nach oben. Also das von unten geht nach oben. So, dann machen wir ein MK2-Band in diesen Splitter. Wäre der Bahn zu steil. So. Verstehst du? Da kommen die Sachen auch schon angeballert. Hier müssen wir aber wahrscheinlich noch auf MK3 hochgehen, weil sonst überschlägt sich das. Da müssen wir wahrscheinlich wirklich noch auf MK3 gehen. So, dann haben wir hier Eisen. Hier Eisen. Und, warte. Hier. Da. Ist das richtig? Oh, ich hoffe, das ist richtig. So. Zu drei Teilen. Okay. Der hier oben. Funktioniert nicht. Warum? Weil wir brauchen MK3. Okay, warte. Wir machen MK3. Ich brauche dafür Stahlträger. Moment, das ist kein Problem. Stahlträger haben wir hier. Haben wir hier. Ich muss hier übrigens nochmal schnell eben ein bisschen Platz schaffen. Oh Gott. Ja. Dass mir der Kaffee auch nicht auskippt, ne? Heftig. So, Stahlträger. Dann machen wir hier jetzt MK3. Go. MK3. Okay. Es läuft flüssig. Ich weiß nicht genau, ob wir hier auch überall MK3 machen müssen. Oder ob das so reicht. So, dann kommen die hier richtig flott angeeiert. Guck mal. Und gehen jetzt. Hier ganz entspannt überall rein. So, auf jeden Fall mehr als vorher. Also hinten war ja die ganze Zeit schon extrem viel. Ich sehe da eine moderate Geschwindigkeit. Das müsste eigentlich passen so. Hoffe ich. So, das heißt, wir haben jetzt hier also wir müssen jetzt bald eine richtige Produktion hier reinkriegen.
Der hier in der Mitte braucht ja eigentlich ein bisschen mehr, ne? Okay, wir sind bei 54. Wir sind jetzt hier bei 83. Wir warten mal noch ab. Was bei ihm hier? 81. Also ich hoffe, also theoretisch müsste er dann klarkommen mit seiner Welt. Jetzt sehe ich aber, dass die Kohle irgendwie weniger wird. Hier hinten staut sich das und hier? Also wir haben schon wieder hier gesplittet. Da hinten, das macht auch gar keinen Sinn. Also wir haben, wir kommen hier an, wir splitten in zwei. Eins geht hier rein und dieses Ding splittet sich dann auch nochmal. Auch schon wieder kompletter Käse. Fühle ich gar nicht. Müssen wir umgehend ändern. Warum zwei Splitter? Das ist doch kompletter Quatsch. Kompletter Quatsch. Lass uns bitte hier ja, wir machen den weg. Machen hier ein Band und gehen dahin. So, das ist sehr gut. Wenn das überlappt, das ist immer gut. Grandios. So, und den hier brauchen wir nämlich dann überhaupt gar nicht. Das ist ja völliger Käse. Wo brauchen wir den denn? So. Gut. Dann müsste das jetzt funktionieren. Zu gleichen Teilen müsste da jetzt Kohle ankommen. Okay, wir haben hier 93 schon mal. 75 mittlerweile. 92. Okay, wir harren noch der Dinge. Es müsste noch auf 100 hochgehen. Aber bei der Kohle mache ich mir gerade ein bisschen Sorgen. Da wir den ja hier übertaktet haben. Scheint er ein bisschen mehr Kohle zu benötigen. Ich will mal was gucken. Vielleicht übertakten wir den Kohleproduzenten da hinten ein bisschen, Leute. Wir haben ja noch eine Schnecke am Start. Dachte ich zumindest. Oh mein Gott, ich wollte eigentlich in der Folge ein bisschen mehr schaffen als das, aber es ist halt super wichtig. Die Stahlproduktion hat auch Priorität, damit wir hier den Lift weiter ausbauen können. Nicht doof? Ach, die Schnecken. Nee, ich hab die drinne. Alles gut. Okay, ich gehe da nochmal rüber. Ich laufe mal kurz zu der Kohle und gucke mal, was wir da haben. Bin auch der Meinung, waren wir da schon auf MK2? Sind wir bei der Kohle schon auf MK2? Also hier auf jeden Fall bei den Bändern. Ich gucke mal. Dann können wir eigentlich auch gleich da hinten hinlaufen zum Katerium, ne? Im Prinzip. Wir müssen ja noch eine Katerium-Produktion machen. Wenn wir schon auf der Ecke sind. So, was habe ich hier gemacht? 100. Oder 20 pro Minute. Aber es ist ein MK1-Miner.
Macht es nicht Sinn, wenn wir einen MK2-Miner machen? Ich habe aber nicht genug Stahlrohre. Boah, Alter, ich hätte vorher gucken müssen. Ich hätte einfach vorher gucken müssen. Okay, dann werden wir das Ding hier auf MK2 upgraden. Dann werden wir direkt noch einen weiteren MK2-Miner bauen für Katerium, für die nächste Folge. Dann laufen wir hier wieder her, machen hier MK2. Was brauchen wir für die MK3-Dinger? Die Dinger. Wir werden das auf MK3 upgraden, denke ich. Mache ich auf dem Weg hierher. Wir holen uns die Stahlgerüst... Wie heißen die? Ach, keine Ahnung. Die Stahlgerüst Dings. Nehmen wir uns mit. Dann können wir die auf MK3 machen. Bis zum Splitter. Und dann kann er das hier entspannt auseinanderfriemeln. So, warte. Ich hatte hier, glaube ich, habe noch Stahlträger und die nehmen wir auch noch mit. Können wir von mir aus, und wir haben hier auch noch Stahlrohre, die nehmen wir auch mit. So, das heißt, wir brauchen im Prinzip einmal noch ich habe jetzt noch ein wie viel Mobile Miner habe ich? Einen. Brauche jetzt noch drei. So. Okay. So, dann nehme ich noch sicherheitshalber ein paar Stahlträger mit. Halleluja. Ich liebe dieses Spiel. Meine Fresse, ist das geil. Ist das ein absoluter Scheiß. So, so gut. Was ist hier? Was fehlt hier? Warum? Ich mache da hinten noch Stahlträger. Ja, gib mal mit. So. Das bedeutet, wir werden im Prinzip hier, also ich mache das jetzt, auf dem Weg hier runter werde ich die diese Dinger hier einmal auf MK3 setzen. Und dann treffen wir uns in der nächsten Folge da hinten wieder an der Kohle. Werden das einmal upgraden, damit hier einfach mehr Kohle reinkommt und dass die auf 100% dann laufen. Und wir werden uns dann in diese Richtung bewegen. Katerium hier hinbringen. Oh ja, Baby, das werden wir machen. Das werden wir machen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen hier bei Satisfactory und ich freue mich auf die nächste Folge. Macht's gut. Tschüss.